Moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier zu einer neuen Spiel, und zwar Graveyard Keeper, eine Friedhofssimulation, was ich ziemlich cool finde. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das doch mal zu Let's Play. So, wir fangen direkt an. War auch vielleicht auf Deutsch umstellen können, das weiß ich gar nicht. Jetzt nochmal. Hat noch ein bisschen was von Harvest Moon oder wie die ganzen Spiele heißen da, ne, die man immer gespielt hat. Von daher, glaube ich, kann es ganz witzig sein. So, gehen wir runter auf die Sprache. Espanol, Français, Italiano, Japanese, Korean, Polski. Okay, man hätte vielleicht in eine andere Richtung gehen können, wenn man direkt auf Deutsch gehört. So. So. Mit der Musik gehen wir ein bisschen runter. So, das reicht, oder? Dann haben wir eine gute, ein gutes Mittelmaß. Ja, das ist gut. Cool, cool. Der Schanzen spielt. Perfekt. Oh ja, da unten gibt es schon einen Zusatz, den habe ich noch nicht gekauft. Breaking Dead, da kann man, glaube ich, Untote dazu holen. Aber wir fangen einfach mal an. Ich bin gespannt, wie es ist. Los geht's. Neues Spiel. Oh, ich dachte schon, der Ladebalken fängt gar nicht mehr an. Heieieiei. Der braucht ein bisschen. Der braucht ein bisschen. Okay. Es ist ein ganz normaler Tag. Unser Held ist auf dem Weg nach Hause, wo jemand ganz Besonderes auf ihn wartet. Sogar im tristen Alter gibt es einen Platz für die Liebe. Vor allem, wenn du jemanden hast, der dich vermisst. Tja, soll nicht aufs Handy gucken. Was ist passiert? Wo sind alle? Beruhige dich. Du hast eine neue Seite in deinem Leben aufgeschlagen. Ein neues Kapitel wartet auf dich. Aber ich muss nach Hause. Wie komme ich nach Hause? Es gibt immer einen Weg zurück nach Hause. Mal sehen. Dein neues Zuhause ist ein Friedhof. Bin ich etwa tot? Du bist jetzt ein Friedhofswärter. Aber ich muss nach Hause, zu meiner Frau. Da musst du ein guter Friedhofswärter sein. Grab Gary aus. Er wird dir helfen, dich hier einzuleben. Wer? Was für eine merkwürdige Vision. Was ist das für ein Albtraum? Okay, dann sollte ich wohl Gary suchen. Neue Aufgabe, such Gary wahrscheinlich. Beerensaft. Können wir noch nicht machen? Oh, warte, eine Truhe ist ja auch noch. Nichts drin. Hier. Luke ist gerade geschlossen. Okay, gehen wir raus und suchen Gary. Da. Ah, okay. Muss man länger gedrückt halten. Grabe ich mir den Händen aus. Heiliger Saat, ich bin ein Schädel. Bist du Gary? Warum sollte ich Gary sein? Ein Mann mit rotem Auge hat mir gesagt, dass ich Gary ausgraben soll. Ein rotes Auge? Ich erinnere mich. Großart, das stimmt. Ich bin Gary. Wie hast du mich gefunden? Der Mann hat mir gesagt, dass du alle meine Fragen beantworten würdest. Na gut, aber lass mich dich zuerst fragen. Wer bist du und wo zum Saat sind wir hier? Das muss ein Traum sein. Das ist einfach nicht wahr. Du bist der neue Friedhofswärter. Woran erinnere ich mich noch? Mal sehen. Ich erinnere mich an dieses Geräusch. Schauen wir mal nach. Das ist so merkwürdig. Nichts von all dem hier ergibt Sinn. Ich erinnere mich an dieses Läuten und einen Esel. Er muss nicht in Ordnung mit dem Tier. Das könnte gefährlich sein. Ach, weißt du, ich warte lieber hier auf dich, sonst bekomme ich das arme Ding noch Angst. Ups. Da ist ein Esel, okay. Hab eine frische Leiche aus der Stadt. Wow. Entsprechender Esel. Du kannst mich verstehen? Unterhalten wir uns. Wer bist du?
Ich bin eine billige Arbeitskraft, dieser Wagen gehört nicht mir, also muss ich für das Kapitalistenschwein arbeiten, dem er gehört. Und ich verdiene nur 5 Karotten am Tag. Die Situation ist zutiefst beschämt. Du weißt, wo ich komme, nicht wahr, Genosse? Der Bastard tut so, als würde er nicht verstehen, was ich sage. Jedenfalls muss ich zurück zur Stadt, werde diese Leiche los und ich bringe dir eine neue. Was ist das für ein seltsames Land? Okay, da haben wir eine Leiche. Da kommt der Kopf. Ey, worauf wartest du noch? Schnapp dir die saftige Leiche, solange sie noch frisch ist. Wozu? Ich glaube, wir sollten sie in die Leiche bringen. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Aber ich bin mir sicher, das macht Spaß und das könnte profitabel sein. Oh, ich glaube, mir wird schlecht. Los geht's. Benutze Arm, um schwere Gegenstände aufzuheben und fallen zu lassen. Da ist die Leichenhalle. Saat, ich mag diesen Ort. Ich fühle mich ganz wie zu Hause. Leg die Leiche auf den Seziertisch. Und dann, was kommt dann? Ach ja, schneide Fleisch vom Körper, das fängt ja gut an. Auf keinen Fall! Das ist nicht richtig. Genau, das ist nicht richtig. Wie konnte ich das nur vergessen? Vielleicht, weil ich ein plappernder Schädel mit Gehirndächtnischwund bin. Ist es richtig, dass du nicht weißt, wo du bist? Ist es richtig, dass ich ein Schädel bin? Irgendwie ist hier gar nichts richtig. Also halt den Saat und mach, was ich dir sage. Versprichst du mir, dass du mir sagst, wie ich nach Hause komme? Du musst nur in der Dorftaverne das Fleisch gegen ein Bier eintauschen. Plappernde Schädel lügen nie. Und mir dann das Bier bringen. Erste Scheibe, du hast deine Technologie freigeschaltet. Blaupause, Vorbereitungsplatz, Blaupause, Pritsche und Entfernung von Fleisch. Okay, machen wir das mal. Autopsie. Leichen. Leichen entfernen? Ja. Achso. Dann holen wir mal so ein Fleisch raus da. Jetzt kann ich Burger, Sandwich und gebratenes Fleisch erstellen. Das ist ja widerlich. Du gewöhnst dich schon dran. Aber was soll ich mit der Leiche machen? Keine Ahnung, begraben wir sie einfach. Und du die Leiche, ich warte auf den Friedhof, dich. Ah, warte. Ich nehme. Ist ja eklig. Naja. Oh, und da, oh, guck mal, genug Plätze haben wir doch hier garantiert, oder? Und ah, da ist der Friedhof. So, jetzt passt die Stimmung auch, ne? Ein bisschen Nebel auf dem Friedhof. Bringen wir sie unter die Erde. Benutze den Planungstisch auf dem Friedhof, markiere eine Grabstätte und dann grabe sie mit deiner Schaufel. Trage die Leiche oder was davon übrig ist, führe sie ins Grab, schaufel es zu und dekoriere. Achtung, keine Ziegenschädel oder komische Sternform als Dekoration verwenden. Grabstätte? Bauen wir eine Grabstätte. Wo bauen wir die Grabstätte hin? Bauen wir hier hin. Und wieder zubuddeln. Gut gemacht. Die Bestandsurkunde, ich erinnere mich. Geld, Alkohol. Alkohol, ich glaube, den mochte ich früher sehr. Oh, Saat, da kommt der Bischof, das ist dein Boss. Oh, der hat natürlich gesehen, dass ich Fleisch fülle. Oh, ich weiß, frage ihn nach der Bestandsurkunde. Er sollte wissen, was man damit anstellt. Ich höre es besser ab, ich bin in der Leichenhalle und warte auf mein Bier. Okay. Oh, ich bin so müde. Warum muss ich nur jede Woche hier hinkommen? Ah, Friedhofswärter, da bist du ja. Ich sag es dir nur ungern, aber dein Friedhof ist ein Saustall. Ich werde dich auf keinen Fall zum Geistlichen befördern, wenn du ihn nicht in Ordnung bringst. Derzeitiger Ort. Wichtige Informationen zum Ort. Qualität des Friedhofs. Ansehen. Der Kirche. Okay. Repariere Gräber, um die Qualität des Friedhofs zu erhöhen. Dafür brauchst du vermutlich spezielle Ressourcen. Holzmarkierung. Wenn die Qualität des Friedhofs mindestens 5 erreicht, hast du dir eine Beförderung redlich verdient. Du siehst mir aus wie ein geistiger Führer und ich bin ein guter Menschenkenner. Haha. Ich bin im Allen gut, deswegen wurde ich auch erwählt, seinen Willen zu repräsentieren. Aha. Mein Vorgänger hat sein Zeug irgendwo hier in der Truhe aufbewahrt. Die solltest du dir mal anschauen. Ich komme nächste Woche wieder, um genau zu sein. Komme ich jeden? Vielleicht träume ich doch nicht. Habe ich etwas Falsches gegessen? Oh, erwartet, was soll ich nur sagen? Warum kommen Sie hin? Das ist meine Pflicht, der unangenehme Teil, eine alte Tradition. Ich weiß nicht viel über alte Traditionen und Rituale. Ich bin nur hier, um seine Macht und seinen Ruhm zu repräsentieren.
Ich habe eine kleine Frage. Was ist diese Bestattungsurkunde? Sobald du eine Leiche begraben hast, kannst du dir die Bestattungsurkunde in der Tauftaverne gegen Geld eintauschen. Ah. Fragen wir die Urkunde. Können Sie mir mehr über die Stadt erzählen? Das ist dein Lohn dafür, dass du unsere Brüder und Schwestern zur letzten Ruhe gebettet hast. Das ist Teil einer alten Abmachung zwischen der Stadt und dem Dorf. Sobald du eine Leiche begraben hast, kannst du dir die Bestattungsurkunde. Okay. Wo ist das Dorf? Geh vom Friedhofstor aus einfach auf der steinernen Straße in östliche Richtung. Und wo ist die Stadt? Oh, die Stadt ist das Herzstück unseres glorreichen Landes. Der Palast, die Kathedrale, alles befindet sich dort. Du solltest es dir einfach selber anschauen, aber nicht in diesen Klamotten. Das wäre ja lustig. Haha. Wie komme ich zur Stadt? Die befindet sich weit vom Dorf entfernt. Halte dich an der Taverne einfach südlich. Keine weiteren Fragen. Wie kann ich die Friedhof in Ordnung bringen? Reparier einfach alle Gräber. Ich bräuchte dafür nicht mal eine Stunde, aber das ist dein Job. Okay. Wenn dir die Reparatursätze beim Reparieren der Friedhof ausgehen, kannst du hier sie neu anfertigen. Um neue Gegenstände herzustellen, musst du zunächst die passende Technologie freischalten. Dies kostet Tech-Punkte. Um Technologiebaum anzuzeigen. Rote Punkte repräsentieren dein handwerkliches Geschick und deine Fähigkeiten. Grüne Punkte repräsentieren dein Wissen über die Natur der Dinge und über die Natur selbst. Blaue Punkte repräsentieren dein spirituelles Wissen über die Geisterwelt. Deinen ersten bekommst du am Studiertisch im Kirchenkeller. Du hältst Punkte ganz einfach dadurch, dass du etwas tust. Du kannst außerdem Punkte durch das Studium neue Gegenstände an einen Tisch stellen. Okay. Gut. Ah, okay. Okay, warte mal. Also. Schon gelernt. Das haben wir auch gelernt. Jetzt können wir hier das machen. Davon haben wir natürlich keine Ressourcen. NPCs, Karte. Okay, Karte ist noch nicht so groß, wie man sieht. Relativ klein, um ehrlich zu sein. Natürlich ein bisschen ärgerlich, aber es macht nichts. Charakter? Okay. Charakter habe ich nicht. Ich arbeite im Friedhof. So, gehen wir zur Truhe. Kiste. Holzreparaturwerkzeug. Nehmen wir mit. Steinreparatur nehmen wir auch mit. Ja, alles wächst euch mit erstmal. So. Was können wir Gräber. Was sollen wir hier? Was sollen wir hier machen? Grab. Ein Grabstein? Achso, dann muss ich natürlich erstmal so Stein bauen wahrscheinlich, ne? Dann folgen wir erstmal den Pfeil, gucken, wo wir hinkommen. Was ist das hier? Könige Dienste sind verfügbar, so die Kirche wie geöffnet. Ah, okay. Wahrscheinlich müssen wir jetzt in die Taverne gehen und nach der Bestattungsurkunde fragen. Mal gucken, hier sieht es aus wie eine Höhle, ne? Was steht da? Hexenhügel, okay. Da wollen wir nicht hin. Ah, hier ist ein großes Land, wa? Huch. Schneller kann ich nicht laufen. Nein. Schade. Ah, ja, das ist ein weiter Weg. Oh, hier gibt's frischen Salat. Das scheint die Taverne zu sein. Ja. Totes Pferd heißt sie. So. Sprechen wir mal den Typen. Sprechen wir erstmal sie an, was sie uns zu sagen hat. Oh. Du musst der neue Friedhofswärter sein. Das hat man mir zumindest so gesagt, aber wo wusstest du das? Oh, wenn du so lange wie ich lebst, lernst du auch Leute so gut zu lesen. Aber wo bleiben meine guten Manieren? Ich bin Frau Kette, die Frau von Horat Drick. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe ein paar Fragen über... Oh, rede mit meinem Mann. Der hat hier das Sagen. Er ist nicht nur der Wert hier, sondern auch der gewählte Vorstand des Dorfes. Außerdem redet er wirklich gern. Ich kann nur ein paar Rezepte verkaufen. Okay, Rezepte verkaufen? Klingt auch nicht schlecht. Reden wir mit dem Mann. Willkommen, Totenpferd. Ich bin Horadrik. Wie kann ich dir helfen? Ich komme vom Friedhof. Ich bin hier heute aufgewacht und seitdem ist alles irgendwie verrückt. Oh, tut mir leid, warum ich dich nicht gleich erkannt habe. Gut, das ist gut. Das sind gute Aussichten für unser kleines Dorf. Wann öffnest du dann die Kirche? Ich muss zuerst den Friedhof in Ordnung bringen. Klar, das ist schon ein Weilchen her, dass sich jemand drum gekümmert hat. Also kommen wir zur Sache, wie kann ich dir helfen?
Ich brauche eine Bestattungsurkunde. Oh, da habe ich schon gesagt, dass du mir die Bestattungsurkunden abkaufst. Ja, das stimmt. Laut Oberdorf muss ich dir als Leiter des Dorfs Geld für die Urkunden geben. Natürlich nur, wenn ich Geld habe. Meinst du damit? Im Dorf geht es nicht gut und das Geld ist ausgegangen. Aber sobald die Kirche geöffnet wird, werden Pilger viele klingende Münzen in unser schönes Dorf bringen. Wie kann ich eine Passierschein bekommen? Das ist ziemlich kompliziert. Kein einziger Dorfbewohner hat so einen. Der Inquisitor kann einen Passierschein vergeben oder du kaufst dir einfach die Bürgschaft ab. Lass mich nachdenken. Weißt du, es gibt da noch einen Dorfbewohner mit einem Passierschein. Bei Anmut. Vielleicht kann sie dir helfen. Ich würde gerne etwas frisches Fleisch verkaufen. Fleisch ist ja ein Delikatesse. Ich kaufe es gern. Ich muss nur das königliche Fleischstil drauf begutachten. Oh. Finde einen Stempel und verkaufe 100 Stück Fleisch. Okay. Vor vielen Jahren gab es mal einen Zwischenfall mit ungeeignetem Fleisch, seitdem muss ich Fleisch vorbegutachtet werden. Und ich will wirklich keinen Ärger mit der Stadt. Also, hat dein Fleisch das Siegel? Nein. Ich will nicht wissen, woher das Fleisch kommt, aber Mann, das sieht wirklich gut aus. Ohne das Siegel sind mir die Hände gebunden. Wo bekomme ich das Siegel her? Oh, du kannst dem Königlichen Hof durch den Briefkasten nahe der Kirche ein Bittschreiben schicken. Aber das wird dich einiges kosten. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Dies verrate ich dir auch nur, weil wir Nachbarn sind. Komm näher. Es gibt da diesen Typen namens Schlange. Ich glaube, er hat ein gefälschtes Siegel. Aber um ehrlich zu sein, habe ich ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Du kannst Frau Anmut fragen. Sie ist jeden hier, vielleicht kann sie dir helfen, Schlange zu finden. Danke. Okay, gehen. Okay, du könntest vielleicht unserem Schmied Kretzwold diesen Brief übergeben. Natürlich, wo finde ich ihn? Im Südosten des Dorfes. So, sie ist jeden, also man kann, Uhrzeit, sie war also gerade erst hier. Finden wir sie also nicht. Na, gucken wir mal. Gibt's es nicht. Ich habe schlechte Laune, verzieh dich. Okay. Freundlich gesinnt ist das Volk hier nicht. So, gehen wir aus dem toten Pferd raus. Wer ist hier denn? Da ist doch ein Mönch. Okay, Südosten. Dann gehen wir mal kurz Südosten gucken, ob wir die Schmiede finden. Das wird sie nicht sein. Da ist die Schmiede, das sehe ich doch schon am Gestrüpp, wollte ich gerade sagen. Da ist er auch schon und wartet auf unseren Brief. Hey, was starrst du so? Ach nichts, ich habe mich nur umgeschaut. Ich glaube, ich bin der Friedhofswärter hier. Darf ich fragen, wer du bist? Leider bin ich der Schmied. Mein Name ist Kreswold. Gib mir den Brief. Ich habe einen Brief von Horadrik für dich. Ein Brief? Na klar, da wohne ich eine Minute weit weg und da schafft es nicht mal hier persönlich vorbeizukommen. Alte Angewohnheiten sind schwer loszuwerden. Danke, tut mir leid, dass ich so unnötig war. Ist wohl eine neue Angewohnheit. Und wieder Schleime. Horadrik bittet mich, sie loszuwerden. Ich habe keine Zeit, mich um den kleinen Mistiger zu kümmern, aber vielleicht kannst du mir helfen. Nimm dieses rostige Schwert und einen Energietrank. Das Schwert ist zerbrochen, aber du kannst es mit einem Schleifstein an der Schleifmaschine hinter mir reparieren. Behalte den Schleifstein, den kannst du den später gebrauchen, um deine Schaufeln zu reparieren. Wenn du schaffst, sie zu töten, dann brennen wir die Überreste. Da sind dann auch ein paar Materialien für dich drin. Okay, die sollten an der anderen Seite meines Hauses sein, bei den Pfützen. Okay, verschiedene Handlungen im Spiel verbrauchen Energie. Fertigen, ernten und kämpfen verbrauchen Energie. Kämpfen geht auch Gesundheit verloren. Drücke X, um anzugreifen. Du kannst deine Gesundheit und Energie mit Essen und Trinken wiederherstellen. Drücke O, okay. Schlafen stellt Gesundheit, okay. Und wir besiegen erstmal die Schleime. Na, guck mal. Was mit jetzt? Ah, okay, das ist zum Hauen. Okay. Gut, pass auf, gehen wir hier. Was das schon? Anscheinend. Zwei Schleimis. Komm ich durch. Ah, ich muss einmal außen rumgehen. Wie ätzend ist das denn? Gut gemacht, nimm diesen Schleifstein, dann kannst du deine kaputten Werkzeuge schleifen und sie sind bald schon so gut wie neu.
Okay. Das ist unsere nächste Aufgabe. Da können wir schon was. Können wir noch ein bisschen was anfertigen hier? Okay, ich glaube, wir müssen jetzt immer nach Hause. Wir müssen wahrscheinlich ein bisschen runden, ein bisschen schlafen hier. Das ist ja kein Problem. Aber die Taverne, wir müssen eigentlich nur hier weitergehen, ne? Es fängt auch noch an zu regnen. Mein Gott. Welch arbeitsreicher Tag heute ist. Ist auch ein langer Weg nach Hause. Oh, jetzt hätten wir in die Taverne gehen können. Hätten wir mit der Tante reden können, ne? Die ist noch da. Laufen wir schnell noch zurück. Für genau diese Weiblichkeitssymbol steht, glaube ich, für die Nacht oder was? Auch echt frech. So, komm, schon, komm. Wir dürfen nicht so viel Zeit verlieren. Klappt das ja noch, dass sie da drin ist. Dann können wir mit ihr reden. Ich kann uns auf jeden Fall einen Tipp geben. Oder? Sie lässt es nicht. Und? Also fragen wir ihn nochmal. Dann muss er wissen, wo sie ist. Oder? Gut, dass du mit deinem Schwert umgehen kannst. Krevis hat mir erzählt, wie du ihm geholfen hast. Hier, ein Bier für dich, geht aufs Haus. Ah, okay. Ah, so ein Pech nicht heute. Ist hier oben hier vielleicht? Warte mal. Hat jemand über die Reling gekotzt da? Das ist eklig. Ach so. Ah, da ist sie. Tom, croissant. Badum, badum, badududududum. Tom, voilà. You wanna be loved by me? Croissant. Boop, 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 boop. Das ist Frau Anmut, okay. Hi. Tom, Bär. Was willst du? Ich bin Friedenswärter und wollte dich was fragen. Tom, ich verstehe. Weißt du eigentlich, wie oft ich mir so ein Gemurmel anhören muss? Ich habe keine Zeit für dich, Kleiner. Komm zurück, wenn du etwas Selbstvertrauen gewonnen hast. Beweise, dass man sich mit dir unterhalten kann. Aber, ciao. Sei gegrüßt, mein Freund. Darf ich dich für einen kurzen Moment belästigen? Okay. Was hat Anmut dir erzählt? Dass sie verschwinden soll? Ah, immer die Unnahbare. Sie redet nicht mit jedem. Ich bin ja nicht jeder, ich bin der Friedhofswärter. Und bald Prior der Kirche. Wie primitiv. Ich bin ein bekannter Poet in bestimmten kleinen Kreisen. Mein Name ist Wagner. Eines Tages trage ich dir eines meiner Werke vor und dann werden wir... Aber zunächst muss ich es schreiben und wir sind katastrophalerweise Papier und Tinte ausgegangen. Kannst du mir welche besorgen? Mein Gott, wir kriegen da schon wieder Aufgaben hier. Du hast einen neuen Fall. Perk Journalist, du merkst viele kleine Dinge bei anderen Leuten. Kombiniere diese und du hast einen Gegenstand. Manchmal bekommst du Geschichten von Dialogen. Hab ich ja nicht gefragt. Woher soll ich denn da so kommen? Ist sowas in der Kirche? Oder du fängst einfach an? Hör mich aber, liegt mir nicht. Aber ein geschickter Bursch wie du kann das bestimmt problemlos machen. Du könntest auch den alten Astrologen fragen, aber er ist damals jeden zum Leuchtturm gekommen. Er hat mich versorgt, bevor wir diesen lächerlichen Streit hatten. Er ist alt und verrückt. Ich dagegen habe fast drei Jahre an der Universität studiert. Und dann stellt sich heraus, dass er ein verdammter Idiot ist. Kannst du das glauben? Er hat mir erzählt, die Erde sei rund. Ja, sie ist ja flach wie ein Pfannkuchen. Dieser Astrologe scheint der Klügste zu sein. Vielleicht kann er mir helfen, nach Hause zu kommen. Vielleicht hast du etwas in der... Achso, ich bin schon da. Wo ist der Leuchtturm? Er steht auf einer Klippe östliches Dorfes. Schon seit einiger Zeit nicht mehr in Betrieb. Gepriesen sei das tote Pferd. Denn es ist noch immer geöffnet. Eines Tages werde ich ein Gedicht darüber fassen. Vielleicht kommst du auch drin vor. Ah, okay. Danke. Gut. Warte mal. Also. Halt, wir haben diese Bestandsurkunde, lass uns doch was verkaufen, denn. Wieso habe ich das nicht verkauft schon längst?
der noch da drüben? Ruhestein. Wie viel Kohle habe ich denn? Okay. Gut. So, jetzt gehen wir aber erstmal nach Hause. Ich glaube, das war genug für einen Tag. Ich muss auch erstmal zurechtkommen hier, ne? Gibt ja so viele Sachen, die man hier machen kann. Wieder jetzt nach Hause. Eieieiei. Gar nicht mehr so leicht. Und da unten müssen wir nach Hause ankommen. Der jetzt nicht gleich um die Ecke, ne? Schon ein Stückchen weiter weg. Komm mal her. Oh. Wo warst du? Ich war im Dorf, dieser Ort ist sonderbar, aber er fühlt sich so echt an. Und niemand hat ein Problem damit, dass ich hier einfach so aufgetaucht bin. Saad, du liest meine Gedanken. Gedankenlesen, erinnere mich daran, dass in deiner Hütte ein Keller ist, da sind ein paar bestimmte Vorräte. Weißt du, genau, ich kann mich daran erinnern, wie ich Brot ausgebacken habe und Kuchen. Leckere Bärentörtchen. Toast, Zwiebeltoast, das passt nicht gut zu Bier. Saad, weißt du was? Ich brauche jetzt ein Bier. Ich langsam an, gerne. Ich hab doch Bier dabei. Was kannst du mir sagen? Sieht aus wie... Aber so genau genommen? Saad, du Klugscheißer, ich warte bei mir zu Hause auf dein Bier. Kein Bier, keine Antworten. Wir haben ja Gott sei Dank Bier dabei. Mir ja den geben. Hier drin? Da ist er. Was? Ah, wir enttäuschen. Ich glaube, ich brauche etwas Stärkeres. In Ordnung, scheint es ja ganz anders zu sein. Also, hier ist ein guter Ratschlag. Hör auf, durch die Gegend zu laufen und einem zu erzählen, dass du aus einer anderen Welt kommst. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich glaube, ich habe meinen Körper aus einem ähnlichen Grund verloren. Also, wenn du einen behalten willst, hör auf. Ich hatte recht. Ich sollte vorsichtiger sein. Also, was war deine Frage? Wie komme ich nach Hause? Ganz einfach. Du kannst bestimmt das Portal auf dem Hexenhügel benutzen. Da muss ich einfach nur hindurchgehen, oder was? Muss ich jetzt erstmal anschalten? Ich habe hier drin offensichtlich kein Gehirn, also weiß ich nicht, woher das Wissen kommt. Ich habe dir alles verraten, woran ich mich erinnere. Vielleicht helfen dir ein paar Bücher aus der Bibliothek weiter. Wow, die Kirche hat eine Bibliothek im Keller. Oder vielleicht weiß der junge Astrologe etwas, der ist ziemlich clever. Wie komme ich in die Bibliothek? Natürlich durch die Kirche und ich glaube, ein Weinkeller schließt an die Kirchengewölbe an. Oh, so Leichen ist irgendwie verbunden. Da gibt es ein ganzes Netz von Tunneln und Gängen. Netz. Ich fische gern, ich kann mich hier ans Fischen erinnern. Ich habe einen Fisch gefangen, der war so... Ich habe keine Hände, aber glaub mir, er war riesig. Ich hasse Fischgeschichten. Und einmal... Weißt du was, ich muss los. Klar, ist ja auch toll, wenn man Beine hat. Vergiss nicht, mir Wein beizubringen. Gut. Später. So. Wir gehen mal ins Bett und schlafen eine Runde. War nicht unsere Hütte hier irgendwo oben? So. Mal gucken, die Vorräte angucken. Was ist das für ein Geräusch? Verdammtes Tor! Ich komme jede Nacht wieder, wenn ich muss. Irgendwann komme ich hindurch. Oh. Sieht so aus, als könnte ich die Blockade entfernen, den Bogen stärken. Okay, da fehlen uns noch ein paar Sachen. Geht also nicht. Kiste. Kann man entfernen? Ah, okay, man kann das Ganze... Okay, aber weiß nicht. Okay, jetzt gehen wir aber wirklich mal schlafen.
So, ab ins Bettchen. Den lassen wir mal ratzen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde es ganz interessant, das Spiel. Macht auf jeden Fall irgendwie Spaß und fesselt mich ein bisschen mehr als Harvest Moon. Und auch die anderen Spiele gerade. Ich fühle mich so erfrischt. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was glaubst du, wer du bist? Ich bin der neue Friedhofswärter. Wow, ein Neuankömmling. Wow, ich bin hier schon, wie lange noch gleich? Ich bin Jorik. Ich bin so einsam, ich armer, armer Kerl. Wie schade, dass du hier bist. Warte, nein, im Gegenteil, ich freue mich, dich zu sehen. Aber wir haben hier einen echt unangenehmen Typen neben uns vergraben. Wir hätten lieber einen neuen Nachbarn. Kannst du uns vielleicht damit helfen? Ich weiß nicht wirklich, warum ich hier bin. Gary hat mich hierhin geschickt. Du bist Jorik und er ist Gary. Lustig. Ah, der halbtote Schädel. Dieser neidische Bastard. Ha! Er träumt bestimmt von der ewigen Ruhe, die ihm vergönnt ist. Ach, was sage ich? Hier ist es furchtbar. Vor allem wegen dem Typen in dem Grab da rechts unten. Der ist so gemein. Kannst du ihn nicht loswerden? Grab ihn einfach aus und schmeiß ihn in den Fluss. Ich kann dir sogar eine seine Erlaubnis geben, die ich ihm geklaut habe, als ich noch lebte. Was für eine Erlaubnis? Du bist ein Dummerchen. Um eine Leiche auszugraben, brauchst du eine Erlaubnis. Der alte Wärter hat sowas in meinem Briefkasten bei der Kirche gemacht. Okay. Ja, danke schön fürs Zuschauen und bis dann, tschüss.